Die besten Tipps zur Sprühbahn, Luftdichtung, Aerofix gibt euch jetzt Jochen Götz. Bevor ich diesen Aerofix in Betrieb nehme, ist es eigentlich ganz wichtig, dass man erstmal das Gerät aufmacht, öffnet und dann ist hier innen drin so eine Aluhülse. So, und diese Aluhülse, die sollte man erstmal richtig gut einsprühen mit einem Öl. Ja, das machen wir jetzt hier einfach mal. Also das Erste muss man, sage ich jetzt mal, die Grundeinstellung beachten. Die Grundeinstellung ist einfach hier, dass man nicht nur auf Raupe geht oder nur auf Sprühen, sondern man soll ungefähr die Mitte hier mal einstellen. Hier unten bei dem Druckregler einfach mal komplett aufdrehen, dann eine halbe Umdrehung wieder zurückmachen und dann haben wir so, sage ich jetzt mal, die Grundeinstellung. Kompressor brauche ich so einen Betriebsdruck zwischen 6,5 und 7 Bar. Wie treffe ich die Fuge? Die Fuge ist ja immer das Problem. Entweder ich habe eine große Fuge, dann tue ich die einfach mal mit einer Raupe vorverfüllen und sprühe dann nochmal drüber. Wobei aufpassen muss ich, dass ich nicht direkt auf diese Raupe dann drauf sprühe, sondern ich muss etwas versetzt zu dieser Fuge oder zu dieser Raupe einfach sprühen. Das bedeutet in der Praxis, dass ich so einen Zentimeter, anderthalb Zentimeter seitlich versetzt sprühe und somit legt sich dann direkt ein Wulst von diesem Aerosana Viscon oder Viscon Fiber direkt darüber und dann habe ich ein super tolles Ergebnis. Das heißt, es gibt zwei Materialien, vielleicht magst du das kurz erklären. Genau, es gibt das Viscon Fiber und es gibt das normale Viscon. Bei dem Viscon Fiber, das ist noch ein bisschen Faser an mir, das heißt, da habe ich eine Rissüberbrückung, kann ja ein bisschen Spalte irgendwie ein bisschen mehr zumachen und das normale Viscon, das ist ohne diese Fasern und somit kann ich dann ja nur kleine Risse überbrücken. Lohnt sich das überhaupt? Rechnet sich das? Definitiv. Das Thema ist ja, wenn man konventionell so einen Holzrahmenbau zum Beispiel stellt, ist ja so, dass man bei der Montage hergeht und Montagewinkel dran macht. Dann wird das Haus aufgebaut. Wenn das Haus steht, Montagewinkel weg, dann mache ich sauber, dann muss ich vorpreimen, dann muss ein Klebeband drauf und erst dann kommen letztendlich die Zuganker, die statisch in Ansatz gebracht werden, dran, ja, damit das Ganze richtig abgedichtet ist. Und so kann ich schon hergehen und kann direkt bei der Montage die fertigen Zuganker, die statisch in Ansatz gebracht werden, mit einbauen und das Ganze wird dann einfach übersprüht. Und somit bin ich da wesentlich schneller, spare mir einige Arbeitsschritte. Was ist denn dein bestes Feedback, was du zu Aerofix und Aerosana Viscon bekommen hast? Ja, das ist ganz interessant. Am Anfang sind viele Kunden ja erstmal skeptisch, wollen sich das anschauen, dann zeige ich das, dann machen sie immer noch Und spätestens, wenn sie mal die Pistole in der Hand haben und dann einfach mal lossprühen und merken, dass das eigentlich gar keine große Kunst ist, und dann sagen die, okay, ich brauche dieses Teil. Okay, dann vielen Dank und weiterhin viel Spaß auf der Baustelle. Gerne. Und noch mehr praktische Tipps bekommt ihr in unserem Newsletter. Geht einfach auf proklima.de/news.